Also, der unselige Krieg war am 8. Mai 1945 beendet. Da hat Deutschland die Kapitulationsurkunde bei den Westmächten unterschrieben. Ich glaube, es war in Jalta. Dann wurde also das ehemalige Deutschland aufgeteilt in vier Besatzungszonen. Amerikanische Zone, englische Zone, französische Zone und russische Zone. Und im Laufe der Zeit hat sich die russische Zone ein bisschen zurückgezogen und nur noch die drei westlichen Zonen. Unsere ehemalige Reichsmark wurde dann umgetauscht in die D-Mark. Jeder Bürger kriegte, glaube ich, 40 D-Mark. Da waren alle gleichgestellt. Was mit dem Vermögen geschehen ist, die noch hinten waren, das weiß keiner. Das Interessante war, den Tag vor Einführung der D-Mark waren die Geschäfte leer, kriegten sie nichts. Und am nächsten Tag, sonntags, da gab es alles in den Geschäften. Ich bin dann in Geismar in die Schule gekommen. Und als die Amis abrückten, die ließen ja im Graben alles liegen, Schokolade, Weißbrot, was sonst, was wir gar nicht kannten. Ne? Die machten Biwak im Straßengraben und zogen dann weiter Richtung Reinhardswald. So, und dann sind wir Schuljungs den Amis ein bisschen nachgegangen und haben im Schützengraben gefunden. Schokolade, Kaugummi, was war denn das? Weißbrot, Bohnenkaffee, alles neu. Auf jeden Fall war es denn so, jeder von uns Jungen hat einen Ami als Freund. Und meine Mutter, die wohnte, Vater war noch in Gefangenschaft. Meine Mutter wohnte mit mir in Ufgeismar. Ja, und da sagt meine Mutter, hör mal, mir fällt auf, du kommst gar nicht mehr nach Hause zum Essen. Ach, sagt meine Mutter, ich komme schon zurecht. Tagsüber sind wir auf die Felder gegangen, die Rüben gegessen. Und abends hatte jeder seinen Ami und der nahm unser, das Kochgeschirr. Erst hatten die Amerikaner gegessen und dann kamen wir dran. Dann brachten die hoch. Ach, wir haben nur gestaunt. Und dann gab es ja damals noch für die, für alle an sich, Lebensmittelkarten. Da konnten sie 50 Gramm Fett abgeben. Tabak, das war wichtig. Das reichte die richtigen Raucher nicht. Die kamen, aber wir hatten ja bei den Amis auch Zigaretten gefunden. Und die haben wir dann an die Raucher verkauft. Eine Zigarette, 5 Reichsmark. Nur mit dem Reichsmark konnten sie nichts anfangen. Gab ja nichts. Was haben wir gemacht mit der Straßenbahn? Die Linie 1, die fuhr noch mit der Straßenbahn rauf und runter und in die Kinos. Erster Film um 12 Uhr, der nächste um 14 Uhr, dann übernächste 17 Uhr. Von Kino zu Kino und mit dem Geld. Während des Krieges sind wir ja ausgebombt worden und da bin ich zu Verwandten mit meinen Eltern in Iserlohn. Und da bin ich dann heimgekommen zu den Verwandten und habe geheult. Was ist denn? Ja, die sprechen alle das Westfälische Platt. Ich verstehe kein Wort. Wenn ich mir das vorstelle heute, da steht in der Zeitung 800 Bomber. Und weiß ich, wie viele tausend Tonnen Bomben haben die hier abgeschmissen. Wenn mein Großvater nicht war, dann hätte ich das nicht überstanden. Der Mantel hatte schon Feuer gefangen. Mein Großvater ging nie in den Keller. Der stellte sich immer ans Fenster und wollte gucken. Und dann kam der runter in den Keller. Ihr müsst sofort raus, bis zum ersten Stock ist schon abgebrannt. Ne? Und ich hatte Angst, weil also brennende Balken runterkamen. Wollte nicht, da hat der Großvater mich genommen unter den Arm und dann sind wir an der Ahne unten. Ne? Da, ja, wohin?
Wohin? Großvater hatte so ein Speditionsgeschäft mit 5 Pferden. Und als Fahrburschen einen russischen Kriegsgefangenen. Und mein Großvater sagte, Ivan, wenn Fliegeralarm ist, musst du in den Keller kommen. Nein, Ivan bleibt bei Pferde. Und die Nacht, ein Pferd hat er durchs Feuer gekriegt. Und dann war er verschwunden. Als ich mit meiner Mutter evakuiert war in Hofgeismar, das war aber noch während des Krieges, da standen am Bahnhof Güterwagen mit einer sogenannten Vierlingsflak. Die sollte also den Bahnhof schützen vor Tieffliegern. Ne? Und da sind wir Schuljugend, mit Unterricht war ja nichts mehr, Schuljugend zu den Soldaten. Dann durften wir an die Flak drehen. Tieffliege von rechts, Tieffliege von links, 30 Grad. Ne? Dafür wollten sie die deutschen Soldaten Brot haben. Klappt ja nichts mehr. Ne? Auf jeden Fall ist ja immer die schönsten Zeiten in der Jugend war, als die Amis eingerückt sind. Keine Schule mehr. Die Amis haben uns gut versorgt. Ne? Das war heute vor 75 Jahren. Ich hätte heute Geburtstag feiern müssen. Ich kriegte immer im Keller die Schmuckköfferchen von der Oma. Die war aber 1940 schon gestorben. Ne? Aber, und das habe ich dann irgendwie weggeschmissen, ne? Weil ich den Mantel ausziehen musste.